Ja, sind jetzt auf einer Ebene, wo erste Befunde kommen, also wo sich die Menschenknochen verdichten, wo ja, da hinten ein schwarzer, holzkohlereicher Flecken sich abzeichnet, von dem wir noch nicht wissen, was es ist. Es kommt Keramik, sowohl vorgeschichtliche Keramik aus der Bronzezeit, als auch etwas slawische Keramik. Und wir hatten jetzt schon einen Buntmetall-Schläfenring, also so einen typischen spätslawischen Frauenschmuck aus dem 12. Jahrhundert, so eine Art Ohrring. Eine der größten slawischen Burgen im Land. Hier haben bedeutende Regionalherren gesessen, dass die natürlich auch an Ort und Stelle mit herausragenden Beigaben begraben worden sind. Das ist schon was Besonderes, weil wir haben sonst aus Brandenburg kaum solche Bestattungen. Interessant ist auch die abgekauten Zähne hier. Die ganz flach runtergekauten Backenzähne. Letzten Vertreter ihrer Zeit, diese Fürsten hier, mit denen geht praktisch dann diese heidnisch-lutizische Stammesherrschaft hier unter. Und damit bricht auch das Sozialsystem zusammen. Also solange das funktionierte, hätte hier keiner sich getraut, eben einem Toten seine Beigaben zu geben. Schlüsselbein. Hier kommt dann die Wirbelsäule. Sieht man noch schlecht. Hier. Rippen. Ja. Und hier haben wir eine Verletzung auf dem Kopf. Eine in irgendwie gearteter Form eine Hiebverletzung oder sowas. Diese Gräber hier sind noch besonders interessant, weil sie wirklich aus einer sehr dramatischen Epoche der Geschichte dieses Raums stammen. Und man natürlich dann, wenn man einen solchen Toten hier ausgräbt, der in seinen Insignien zeigt, dass er aus einer ganz anderen Zeit stammt, eine ganz andere Mentalität, ganz andere Werte hatte, offenkundig eine sehr kriegerische Mentalität. Und ja, das ist natürlich eine sehr unmittelbare ja, Beziehung, die man im Grunde zu einer solchen Person aufbaut. Und das ist sehr eindrucksvoll.
Die erste Bestattung ist bereits anthropologisch untersucht. Der hat also mehrere Verletzungen am, insbesondere Schädel gezeigt, einen Lanzeneinstich, hat offenkundig zwei Schwerthiebe überlebt. Also das waren Leute, die wirklich dieses Schwert nicht nur geführt haben, sondern sie haben auch wirklich eben ihre Machtstellung offenkundig mit kämpferischen Zeiten behauptet. Also dieser Fundort hier, Stolpe, ist ja landesgeschichtlich von allerhöchster Bedeutung. Hier liegt alles offen da, es liegt ungestört da, was einerseits sehr günstig für uns ist, weil man kann graben, man kann forschen, man kann ungestörte Befunde sicherstellen, hat aber auch den Nachteil, dass man möglicherweise Probleme hat mit unerwünschten Kollegen.